schauen uns auf der chinesischen Mauer den Sonnenaufgang an. Mein Name ist Sophia Schnermann. Ich studiere im 5. Semester EBP. Das steht für European Business Program. Und gerade bin ich in China, wo ich mein Praktikum mache und auch ein bisschen Chinesisch lerne. Mein Praktikum mache ich bei Forento & Partners in einem Beratungsunternehmen, das vor einigen Jahren von einem EBP-Alumni und seiner chinesischen Frau gegründet wurde. Dafür eine Zeit lang in China zu leben, spricht wahnsinnig viel. Hier sind meine persönlichen drei Hauptgründe. Grund Nummer 1. China ist anders. Anders als die Länder, in denen ich bislang gelebt habe, innerhalb Europas. Und zwar fängt das schon bei der Sprache, bei den Schriftzeichen an. Die Apps sind anders. Anstelle von Google wird hier zum Beispiel eher Bing benutzt. Anstelle von Facebook oder WhatsApp benutzt man hier WeChat. Anstelle von eBay oder Amazon benutzt man hier eher Taobao oder Jingdong. Es gibt halt sehr viele verschiedene Unterschiede und die Lebensweise an sich ist auch anders. Und es ist immer wieder spannend, diese Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten festzustellen. Grund Nummer 2. China ist super modern. Das gilt besonders für die öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, die Fernzüge sind einfach wahnsinnig komfortabel. Das U-Bahn-System ist eines der modernsten, die ich je gesehen habe. Und sehr gerne wird ja auch von Bikesharing gemacht. Da gibt es ungefähr 2 oder 3 verschiedene Anbieter. Und egal wo man ist, man kann sich überall ein Fahrrad ausleihen. Das läuft über eine App. Das ist super praktisch. Und Grund Nummer 3. China ist vielfältig. China ist riesengroß und von Region zu Region gibt es kulturelle Unterschiede, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Dialekte. Die Menschen sprechen teilweise andere Sprachen, zum Beispiel in Tibet oder im Süden von China, da wird Kantonesisch gesprochen. Die Landschaften sind sehr vielfältig, das heißt, die Nationalparks, die sind wirklich der Hammer. Da gibt es so viele schöne Ecken, so viele schöne Orte zu bewundern. Und das Essen ist auch wahnsinnig gut. Hier in Sichuan ist es sehr scharf, in anderen Regionen ist es süß-sauer. Das ist von Region zu Region unterschiedlich und es macht jedes Mal wieder Spaß, neue kulinarische Spezialitäten zu entdecken. Vielleicht überlegt ihr selber gerade, ob ihr gerne ins Ausland gehen möchtet. Vielleicht möchtet ihr ein Praktikum machen, vielleicht möchtet ihr im Ausland studieren und ich kann euch zu beiden wirklich nur raten. Das ist das Beste, was ihr mit eurer Zeit anstellen könnt. Und zwar nicht nur, weil es sich gut im Lebenslauf macht oder weil ihr dadurch eure Sprachkenntnisse verbessert. Natürlich sind das auch positive Nebeneffekte, aber der Hauptgrund sollte eigentlich ein anderer sein. Nämlich, dass ihr wahnsinnig viele neue, interessante Leute kennenlernt, dass ihr neue Erfahrungen sammelt, auf so viele verschiedene Weisen. Und dass ihr allgemein wahnsinnig viel dazulernt, selber daran wächst. Dass ihr wahnsinnig viel über andere lernt, aber vor allen Dingen auch über euch selber, über die eigene Kultur. Und dass ihr lernt, aufgeschlossener zu werden. Und deshalb, geht ins Ausland! Tschüss!